Hallihallo, hier meldet sich nochmal ganz, ganz schnell der Colin aus der Zukunft, bevor das Video jetzt gleich sehen werdet zu Pokémon Schwert und Schild. Und zwar, das Video wird gleich abrupt beginnen, aufgrund dessen, weil wieder ein Fehler passiert ist. Und zwar, ich habe 10 Minuten aufgenommen, dann hat sich mein PC oder OBS gedacht, okay, also mein PC, ihr müsst euch das so vorstellen, mein Monitor tut alle 10 Minuten automatisch in den Standby-Modus gehen, wenn ich keine Aktion durchgeführt habe. Bis jetzt das noch nie während der Aufnahme passiert, weil der Monitor oder der PC merkt, dass eine Aufnahme eine Aktion ist. Aber aus irgendwelchen Gründen, aus irgendeinem heiteren Himmel war es diesmal nicht so. Sprich, ich habe 10 Minuten aufgenommen, der Monitor ist pechschwarz geworden und dadurch hat sich die OBS-Aufnahme aufgehangen. Irgendwie, und die ist total weg gewesen. Ich dachte, dass OBS die Aufnahme abgeschlossen hat und ich kann jetzt in der Nachaufnahme das Ganze wieder dranhängen. Aber nein, ich habe jetzt dann, also ihr werdet gleich von mir sagen hören, dass ich es vorhab, so zu machen. Aber nein, ich habe jetzt geguckt, jetzt haben wir's nach 24 Uhr, seht ihr noch, wie viel ich noch für euch mache hier so spät. Auf jeden Fall habe ich geguckt, die Datei ist komplett corrupted, die ist total weg. Und aus diesem Grund kann ich euch die ersten 10 Minuten des gleich folgenden Videos nicht zeigen. Das Gute ist, das Video ist trotzdessen über 20 Minuten lang, also noch eine gute Videolänge. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, in 10 Minuten haben wir nicht viel gemacht. Und zwar war das so, wir sind ja im Hotel stehen geblieben oder in dieser Bleibe. Da haben wir kurz nochmal gequatscht mit der einen oder anderen Person. Da war nichts Wichtiges. Danach sind wir ins Stadion rein und haben uns halt offiziell nochmal angemeldet. Da war nicht viel los. Das sind wir, wobei, da ist halt die Szene gekommen, wo dann halt alle ins Stadion reingelaufen sind, die Arenaleiter vorgestellt wurden, da fehlte einer. Ich muss es euch jetzt ein bisschen wörtlich zeigen, da wurde halt Blood Rose halt nochmal alle vorgestellt, wir sind ins Stadion rein, die Arenaleiter wurden vorgestellt, kein Kampf, kein Nichts, kein gar nichts, und das war's. Und dann bin ich raus und dann werdet ihr jetzt gleich weiter sehen, wie es weitergeht nach dem Stadion. Wenn ihr die Sequenz unbedingt sehen wollt, dann tut es mir wirklich sehr leid, ich kann es nicht nachholen, ist ja total weg, ich habe auch gespeichert oder so. Für diese Sequenz mache ich jetzt keine zweite Datei. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, dann schaut euch bei einem anderen YouTuber die ersten 10 Minuten an. Aber ich denke mal, ihr kommt damit klar. Danach, die anderen 20 Minuten, ist ja nichts mehr passiert. Ich hoffe, es passiert nie wieder. Wenn es wieder passiert, werdet ihr es wieder erfahren. Und dann werde ich das ausstellen. Aber ich finde es besser, weil manchmal bin ich halt eben... ist es halt so, dass ich mal vergesse, den Monitor auszumachen. Und vor allem, da finde ich es echt gut, dass zumindest der Monitor den Strom wegmacht. Deswegen finde ich das gut. Dann höre ich es aber so oft eine Stunde oder so. Aber jetzt lass es noch so bleiben. Ich pokere jetzt nochmal. Aber ja, die ersten 10 Minuten sind ich da. Wie gesagt, Stadion und sowas. Und ja, das fehlt. Aber der Rest, wie wir jetzt, sage ich mal, weitermachen. Und wie wir auf Route 3 gehen und. Das ganze Wichtige, das Pokémon fangen, die Kämpfe. Das kommt jetzt alles noch. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß im Video. Und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber ja, Technik. Und Technik, die begeistert. Ja moin, da sagt sich mein PC einfach mal, okay, ich schalte mich einfach mal ab, während ich in der Aufnahme bin. Alles klar, ihr werdet nicht viel davon merken, ich werde die beiden Dateien zusammenziehen und hintereinander dann abspulen. Ja, da wollte ich gar nicht runter, weil wir müssen, oder? Müssen wir sogar hierher? Ich glaube nicht. Ich glaube, Route 3 wird da oben sein. Da ist bestimmt das Kramor gewesen. Ja, also wenn das nochmal... jetzt mache ich mir echt Sorgen. Ich muss mal mit der Maus regeln. Also normalerweise macht das kein PC so. Bis jetzt hat das auch noch nie gemacht. Einfach hat sich einfach in den Standby. Also ihr kennt ja diesen Bildschirmschoner, dass dann 10 Minuten, sage ich mal, in den Bildschirmschonmodus geht. Finde ich auch ganz in Ordnung, wenn man zwar vergisst, den auszumachen. Aber während der Aufnahme hat er das noch nie gemacht. Aber jetzt hat er sich einfach mal gesagt, gut, ich schalte mich mal ab. Und dadurch hat sich die Aufnahme natürlich beendet, als er natürlich ausgegangen ist. Deswegen werde ich diese beiden Dateien zusammenziehen. Gut, ist das Kramor jetzt entspannt? Nö. Immer noch. Gut, dann ist Route 3 auf der anderen Seite wahrscheinlich. Machen wir mal die Karte auf. Ja, Route 3 befindet sich hier. Wir können schon nach Milzersee. Können wir schon fliegen. Hier unten waren wir schon. Das ist im Endeffekt Furlongham. Das ist da, wo wir angefangen haben. Brassbury. Das Haus der Professoren, da kann man auch hinfliegen einfach. Treffpunkt. Ja, momentan brauchen wir es noch nicht. Wie mit uns wieder dem Vorauslaufen der nächsten Routen. Ich drücke die Daumen. Ah, guck mal, wie die uns anfeuert, dass es jetzt losgeht. Zeig, was in dir steckt. Wow, du siehst echt cool aus. Dankeschön. Du nimmst doch auch teil, oder? Lass dich von den Arenaleitern nur nicht unterkriegen. Du hast es gesagt. Dankeschön. Hier ist meine Telefonnummer. Oder meine Handynummer. Das würde ich schreiben, glaube ich. Naja. Und ihr beiden? Ja, das ist das, was die gestern auch schon gesagt hatten. Haben die die ganze Nacht jetzt gesagt. Nein, alles cool. So, gehen wir mal ins... Ne, da müssen wir gar nicht rein. Und meine Pokémon sind garantiert voll. Ich habe die nämlich alle schon geheilt. So, ich wollte gar nicht in den Pokédex rein. Sondern in die Pokémon generell. Die wurden alle geheilt. Wir haben ja nicht kämpfen müssen.
Wobei, doch, mussten wir, aber ich glaube, da wurde ich geheilt schon. Naja, da steht auf jeden Fall, hopp, genau. Du bist, da bist du ja. Du, ich habe die Idee, wie wär's mit einem Trainingskampf? Du gegen mich, hä? Geht klar. Das wollte ich hören. Okay, komm. Erfahrungspunkte ist immer wichtig und Trainerkämpfe geben mehr. Außerdem gibt er uns immer Geld. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Alles klar, Hopp. Pokémon-Trainer Hopp fordert dich heraus. Ja, dann komm ran auf den Meter. Er setzt wieder Volley ein. Ich habe auch eins, ein süßes. Wir haben immer noch Platschi. Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena-Challenge. Na, auf jeden Fall sind meine höher, aber das ist auch schon recht hoch, das Level von seinem Volley. Setzen wir mal Aquavelle ein. Unsere stärkste Wasserattacke, die wir besitzen. Und wir werfen eine Bombe, die sich einfach in einen riesigen Wasserpool vereinigt. Alter, wie tief ist das Monet? Wir sind zwar, ich glaube, 5 Level über ihm, aber... So heftig ist das, Alter. Die Erfahrungspunkte sind auch nicht schlecht. Sollen wir Hoplo einsetzen? Das ist auch, Wasser-Pokémon, noch ein normales, glaube ich. Ne, das ist voll. Ja, genau, das ist das Feuer-Pokémon. Perfekt. Dann sind wir natürlich perfekt im Typenvorteil. Wir setzen einfach Knarre ein, machen ein bisschen weniger Schaden gegen ihn, aber noch in Ordnung. Ja. Das ist auch schon Level 14. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkungen zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Ja, dass ich dir klarkomme, oder? Habe ich ja schon beim ersten Kampf gemacht. Vor allem, wir haben nur ein paar Pokémon-Kämpfe gemacht und trotzdem ist es recht einfach, gegen ihn zu kämpfen. So, ein bisschen Abwechslung in den Kampf zu bringen, wechseln wir zu unserem nächsten Pokémon, zum Beispiel selber mal ein bisschen spielen. Aber ich denke mal, das ist sogar ein bisschen underleveled im Vergleich. Wobei, die anderen waren Level 11. Ich glaube, Hopplo ist sein stärkstes Pokémon gewesen. Aber den Hund muss auch mal ran. Ich und in der Klemme. Ich und in der Klemme? Nix da. So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Keine Ahnung. Da kommt das Micro. Level 12 gegen Level 12. So, wir können den Bärenwerfer drücken. Das Gute ist, Flug, also blitzt effektiv gegen Flug, also Rubbler ist auf jeden Fall perfekt. Er setzt aber zuerst die Piekse ein, schade. Aber das ist sogar nicht mal effektiv gegen Elektroangriff, perfekt. Sehr gut, aber das macht nicht viel Schaden. Aber er ist paralysiert, ah, perfekt. Dann beißen wir ihn jetzt, macht bestimmt mehr Schaden. Ich krieg's doch nicht, Kumpel. Wir beißen ihn mit einer Unlichtattacke. Ja, das macht mehr Schaden. Jetzt ist er ja schon paralysiert, also ist alles cool. So, was macht Rotenschlag nochmal? Ein Schweif und veranlasst ihn nachlässig zu werden, senkt die Verteidigung des Gegners. Ah, okay. Perfekt, dann machen wir jetzt hier Rotenschlag. Um ihn im Endeffekt direkt in der nächsten Attacke dann mit unserem nächsten Biss zu erwischen. Perfekt. Verteidigung sinkt von Micro. Und nun gibt es den finalen Hit hoffentlich. Er macht Zirp. Ah, er kompensiert das Ganze. Scheiße. Er sind unsere Angriffskraft, also haben wir jetzt wieder einen ganz normalen Schaden. Oder es sei denn, es ist unterschiedlich von dem Potenzial, aber ich glaube, das ist gleich, ist ausgeglichen worden. Okay, wir beenden es mit einem Typen-Effektivitätsangriff. Er heilt sogar. Oh, es ist ja, dass er einen Trank einsetzt, heftig. Da wird selber aber viel erfahren. Alter, wie viele KP das gibt, WTF. Oh, das hat jetzt viel mehr Schaden gemacht, WTF, warum? Das war nicht mal ein Typenvorteil. Er will uns weiterhin schwächen, aber gut, mach das ruhig. Dir ja eh nicht mehr viel bringen, weil deine Verteidigung gegen ebenfalls schon gesunken ist. Ja, dann überlebt er durch. Naja, rettet dir nur deinen Arsch. Okay, komm, letztes Mal noch Biss. Er will jetzt weiterhin schwächen, aber das... Bruder, du kannst dich nicht zum Lappen machen. Du hast zu wenig Leben inzwischen. Bam! Und damit haben wir es recht taktisch doch noch irgendwie hinbekommen. Perfekt. Super. Aber Kabador kriegt echt wenig Erfahrungspunkte. Ich will aber unbedingt ein Gyarados haben. Das ist wohl noch viel Luft. Das ist wohl noch viel Luft nach oben. Naja, ein gutes Training war es allemal. Genauso ist es. Da haben einige unserer Pokémon noch ein Level bekommen. Freut mich. Nicht schlecht, Rival. Du hast ordentlich was drauf. Muss ich dir lassen. Hier hast du meine Ligakarte als Zeichen meines Respekts. Siehst du? Man erhält Ligakarten von den Leuten, aber wahrscheinlich auch online mit Trading und sowas. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Engine City war nur die erste Etappe unserer Arena Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen. Knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausholen kann. Und dann schnappe ich mir den Titel! Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hopp aus Fullingham. Nein, es wird Colin aus Fullingham sein. Aber träumen darf er ja wohl. Naja, dann gehen wir mal hinterher. Sonst verlieren wir ihn noch. Wir müssen ja auch ein bisschen auf ihn aufpassen.
Wenn deine Pokémon-KP verlieren, kannst du sie mit einem Trank heilen. Und bei Vergiftungen hilft Gegengift. Wenn du immer genug Items dabei hast, kommst du auch ohne Pokémon-Center sehr weit. Vielen Dank für den guten Hinweis. Also, wir sind nicht immer darauf angewiesen. Das ist ein wichtiger Hinweis. So, hier sind nochmal neue Pokémon. Ein Stinktier ist das oder so. Ja. Skampoo. Oder, nee, Skunkapu. Den holen wir uns. Welches Level ist das Viech? Level 10. Ich glaube, wir one-hitten den nicht, wenn wir ihn klapsen, oder? Bitte nicht. Ja, geht in Ordnung. Für dieses Säureangriff. Eigentlich schon. Dieser Angriff ist echt fies. Und nicht wegen dem Effekt. Oh, das klingt stark. Aber das tut bestimmt nur ab und zu mal passieren, oder? Offenlegung. Was heißt Offenlegung? Das klang jetzt so interessant. Nein, 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 nein. Ah, perfekt. Perfekt. Dann kommt jetzt der Pokéball und du bist im Pokédex eingetragen, mein Lieber. Der kommt da garantiert nicht raus. Perfekt. Ein weiteres Mitglied ist im Pokédex begrüßen zu. Also können wir begrüßen offiziell. Aus seinem Hinterleib sprüht es Gegnern eine fürchterlich stinkende Flüssigkeit ins Gesicht. Dabei hat es eine Reichweite von bis zu 5 Metern. Da bleibe ich lieber auf Abstand bei diesem Pokémon. Ich habe mich schon gefangen, glaube ich. Oh, der nächste Trainer. Ja, komm her, hübsche Dame. Hast du die Öffnungszeremonie gesehen? Na klar hast du das. Dieses ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Ja, wenn du wüsstest, dass ich mit Teil bin. Dann kannst du wenigstens sagen, ich bin die Göre Mira und habe gegen einen Arena-Challenger verloren. Auf der Durchreise zum ersten Challenger. Oder zum ersten Champ. So, bei ihm, bei Vulpix ist noch nicht was abgeht, aber ich glaube, das ist zum Teil Feuer gewesen, oder? Das war Feuer, das Pokémon, oder? Wobei, es gibt ja eine Alola-Form, die ist irgendwie weiß gewesen. Aber das ist ein Feuer-Pokémon, meines Erachtens nach. Ja. Ja, hast du natürlich Pech gehabt mit meinem Starter, Kumpel. Oder Kumpeline. Sehr gut. So, Mira wurde besiegt. Den Kampf habe ich verloren, aber die Lust am Kämpfen nicht. So ist es richtig. Richtige Einstellung. Immer weitermachen. Nicht unterkriegen lassen. So. 3 Heilbälle. Ein wohltuender Ball erfüllt alle KP des gefallenen Pokémon auf und behebt alle Statusprobleme. Eigentlich kein wichtiger Ball, um ehrlich zu sein, aber naja. So, hier ist noch ein Pokémon hier drin im Gras. Vielleicht ist es noch ein neues. Ne, Micro. Unser Micro ist aber hat schon mittrainiert. Wir können das auf jeden Fall. Er kann das bestimmt nicht mithalten hier mit dem Level. Level 11, ja. Dann wechseln, dann gehen wir jetzt wieder raus. Machen wir kurz einen Prozess. Wir kämpfen nicht gegen alles, was hier rumläuft. Ist ja auch nur eine Schnittarbeit. So, der nächste Trainer ist klar. Ihr wisst ja Bescheid. So ist Pokémon aufgebaut. Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Okay. In dem Alter? Da hoffe ich, dass du aber nur die Grundstufen hast, meine Schülerin Laura, meine Liebe. So, Pam wird eingesetzt. Ja, Pam. Wollte mir noch nicht fangen, weil das noch zu stark war. Inzwischen sind wir aber vom Level gestiegen. Als wir in der Stadt waren. So, dann machen wir mal. Eigentlich möchte ich mal gerne zwischendurch wechseln, aber es lohnt sich nicht, wenn ich immer wieder wechsle für ein anderes Pokémon. Wir werden mal zukünftig immer mal mit dem Pokémon durchwechseln, das dann am Anfang ist. Für so ein paar Kämpfe oder so. Ist Micro wieder dran, würde ich meinen. Weil sonst hat er jetzt immer den Angriff und das ist halt der Nachteil. So, Micro, du bist wieder dran, mein Lieber. Bären kann sie ihren Pump auch nicht mehr reindrücken mit unserem Effekt. Überkopfwurf. Wie das aussieht, Alter. Oh, Alter, voll viel Schaden. Aber es ist nicht sehr viel effektiver. LOL. Ah, ich sehe, okay, ich verstehe den Effekt dieser ganzen Situation. Den hätten wir ja so oder so gewechselt. Gut. Dann machen wir einen Murgelhieb, weil Murgelhieb war. Nee, wenn das Pokémon. Nee, nur wenn das Pokémon, glaube ich, frisch rausgekommen ist, funktioniert der Angriff. Warte, wir können mal lesen. Astschlag-Attacke, die das Ziel zurückstecken lässt. Klingt nur, wenn sie sofort eingesetzt wird, nachdem der Anwender das Kampffeld betreten hat, genau. Nachdem der Anwender. Ah, nee, der Anwender. Wir sind der Anwender. Genau, wir sind der Anwender, wir können den Murgelhieb einsetzen. Das ist eine harte Nummer, da ist Pamam stärker als unser normaler Angriff, als unser normales Pokémon. Das heißt, wir schwächeln ihn mal ein bisschen vom Angriff her. Das ist nämlich ein starkes Pam. Der macht hier die ganze Zeit diese Scheiße. Okay, dann konnten wir ihn wenigstens. Boah, zum Glück haben wir ihn geschwächt, Alter, wir haben überlebt. Geil. Okay, wer kommt jetzt? Hallo. Nein, kann man doch nicht. Nein, nein. Kapodon, nein, du musst überleben. Kapodon, lebe.
Wir wechseln von mir aus zu Volley, weil danach wird wieder das nächste Pokémon reingewechselt. Komm, du, es ist noch zu früh dafür. Du musst eine Attacke lernen. Die geht mir echt zum Sack, der Scheiße. Und die macht uns damit fertig. Die macht uns damit wirklich fertig. Das kann nicht wahr sein. Dass das so eine Taktik ist, ist echt traurig, Kumpel. Pam, das ist echt traurig, was du machst. Aber ja, eine Überwaffe müssen eingegangen werden, müssen ihn weiterhin schwächen, der macht ihn total fertig. Maus, die schwächeln ihn nochmal, damit er vergessen kann, all meine Pokémon auszulöschen mit einem Pokémon. Wir dürfen so nicht verlieren. Ja, der hätte oder so gewechselt, aber ja. Es müssen Opfer in den Kampf eingegangen werden, weil ich wechseln wollte. Ich wollte unbedingt wechseln. Gut, dann tust unsere unser Elite-Pokémon erledigen. Kann ja nicht wahr sein. Assi. Spüre den Zorn der Aquabelle! Ach. Wenn die Legende regelt, dann regelt die Legende. Aber dafür steigen die Erfahrungspunkte von verschiedensten Pokémon um. Also richtig, richtig viel. Wie? Verloren? Habe ich etwa nicht genug Pokémon gelernt? Naja, du musst ganz viel. Ich würde dir empfehlen, ganz viel auf den Anime geschaut zu haben und ganz viele der Editionen gespielt zu haben. So, das ist ja neu, das Pokémon. Und das sieht süß aus. Ein Coutini erscheint. Inzwischen sind wir geschwächt, aber es ist noch in Ordnung. So, ich mache mir immer Sorgen, wenn ich mit so einem starken Pokémon angreife, weil der Klaps sollte recht wenig Schaden machen. Ja, der Klaps ist echt eine gute Attacke, um Pokémon schwach zu halten für eine Weile. So. Jetzt wollte ich ja das Pokémon grundsätzlich wechseln, aber hilft momentan nicht, wenn so die Trainer so heftig drauf sind. Genau. Wolflamm von Goscinny wirkt. Initiative sinkt, lol. Lockduft setzt sie ein. Ausweichwert sie. Ah, jetzt können wir weniger ausweichen. Was heißt das denn? Kann man den Kampf ausweichen? Seit wann geht das bitte? Also es ist mir neu, dass das geht. Aber vielleicht ist es immer mal dabei gewesen. Vielleicht heißt es doch einfach nur, dass es jetzt häufiger trifft im Grundsätzlichen, aber steht halt nicht da. So, Lockduft ist jetzt das gute Pokémon. Lockduft ist eine wichtige Methode, um Pokémon anzulocken, meines Erachtens nach. Also hilfreich, dass wir das Pokémon damit gefangen haben und Lockduft jetzt besitzen. Ja, Coutini. Steckt es sein Beinchen fest in den Boden und badet dann ausgiebig im Sonnenlicht, nimmt seine Blübe eine kräftigere Farbe an. Oh, süß. Gefällt mir. Aber jetzt kommen wir erstmal in die PC-Box. Gut. Was haben wir hier? Eine Beschreibung. Tipps für Trainer. Du kannst auch auf Routen dein Pokécamp aufschlagen. Beim Camping können deine Pokémon Erfahrungspunkte erhalten. Wenn du an einem geeigneten Ort zum Campen bist, kannst du auch die Zelte anderer Trainer besuchen. Ah, okay. Ja, ich würde mal sagen, das machen wir jetzt sogar gleich mal. Ich finde es gut, dass Pokémon allerdings nicht random einfach generieren. Sondern wirklich, es gibt zwar unsichtbare Pokémon. Ja, komm her, Kumpel. Es gibt zwar unsichtbare Pokémon, aber die sieht man auch. Das Wackeln im Gras. Also es ist nicht so unfair mehr. Ha, jetzt habe ich zur Abwechslung mal einen Trainer entdeckt und kein Pokémon. Lass mich gleich mal gucken, wie stark du bist. Ja, ich wollte dich ja auch finden, weil du hast dich gerade so weggedreht. Schüler Jobby, solltest du nicht in der Schule sein, genauso wie deine Freundin auf der anderen Seite? Er setzt Knospi ein. Das tut ja schon fast weh, das anzugreifen, aber naja. Es müssen Opfer begangen werden. Und kurze Prozesse geschlossen werden. Ja, deine Freundin hat mich nämlich ziemlich fertig gemacht, deswegen muss ich meine gute Zeit dir auslassen. Das ist nicht sehr effektiv, stimmt, das ist ja ein Pflanzen-Pokémon. Naja, aber wir sind trotzdem stark genug, um im Endeffekt gegenzuhalten. Ja. Wir klapsen ihn trotzdem mit einer normalen Attacke. Erstmal. Genau, sehr gut. Er absorbiert halt meine Lebenspunkte. Das lohnt sich vor allem. Ich glaube, er kriegt halt mehr Leben, je mehr Schaden er macht. Und weil er natürlich jetzt das ausnutzt, dass ich natürlich jetzt Wassertyp bin, dann kriegt er natürlich mehr Leben, weil ich effektiv darauf bin. Aber bin generell zu stark für ihn. Aus diesem Grund kriegen wir das ganz entspannt hin. So. Ah, da kommt noch was. Wir wechseln das Pokémon und zwar zu unserem Micro. Das hat eben noch nicht so viel Schaden bekommen. Leider konnte es mit seinem Punkt ankommen, wo unsere Pokémon und die schon von Anfang an mitleveln, schon underleveled sind. Von den Trainern zumindest. Wobei, das ist nur Level 12, da war die andere schon ein bisschen stärker. Da fährt er ja 2. So, Bären gibt es für dich nicht mehr. Das tut vor allem den Pflanzen-Pokémon weh. Und es ist sehr effektiv. Zum Glück haben wir das studiert. Ich wusste gar nicht, dass es eine Effektivität gibt auf diesen Typen. Ich weiß nicht, ob das Käfer ist. Vielleicht ist es effektiv oder Pflanze. Dass Flugpflanze effektiv ist.
Was weiß ich. Und da gibt es so ganz, ganz wenig. Ah, ne, das war das Absorber. Ne, das war kein Absorber. Das war kein Absorber. Bam! Perfekt. Und besiegt. Oh. Aber wir mussten das tun. Es tut mir leid, meine Süße. Dann durch Level Zappa auch noch ein Level auf und Micro natürlich. Der Held des Tages in diesem Kampf. Ach, Menno, wie blöd. Deine Pokémon sind einfach zu stark. Genau, das sage ich das Gleiche. Guck dir die TV-Serien an, spiel das Spiel auf deiner Switch, die du hoffentlich zu Hause hast, und dann geht das alles in Ordnung. Und da vorne ist Sanya. Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Dankeschön. Hoch, wo hast du den Hopp gelassen? Der ist schon vorausgegangen. Der ist schon vorgegangen. Typisch Hopp, er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Würde ich auch gut so, die Energie gefällt mir. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du dieses Gebäude da drüben? Das gehört dem Liga-Präsidenten Rose, oder genauer gesagt seiner Firma. Aha. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Oha. Rose spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Galar-Region. WTF, Alter. Der Typ ist ja extrem heftig drauf. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich ganz schön zerquetscht. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Ja, dir höre ich immer gerne zu. Hier, dieses Fluchtseil hast du dir verdient. Lol, fürs Zuhören, danke. Du hältst ein Fluchtseil. Du verschloss das in der Bast-Item-Tasche ein. Ein langes, festes Seil, das die sofortige Flucht aus Höhlen oder Ähnlichem ermöglicht, kann beliebig auch verwendet werden. Also, man braucht nur einmal. Und deine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder fit machen. Jawoll! Von Sanya fit gemacht worden. Ich muss die unbedingt mal ausfragen, wie es war. Bis Torfield liegt noch ein weiter Weg vor dir. Wär's echt? Reisen gehört eben auch zur Arena Challenge. Das finde ich aber schön. Die schöne Umgebung währenddessen erkunden. Die wilden Pokémon treffen, Pokémon fangen, gegen ein paar Trainer kämpfen. So habe ich mir Pokémon-Spiele immer vorgestellt. Und nicht so, du läufst 2 Minuten durch eine Route und dann war's das. So ein bisschen Open World Besieger. Und genau das braucht's. Das hat man auch durch die Naturebene schon gemacht. Aber so schön, dass die Routen wirklich mal so 10 Minuten brauchen. Dann kann man über alles quatschen, wie Breath of the Wild zum Beispiel. Und hat auch storygebundene Charaktere wie Sanya, die mal über den Weg kreuzt und die optional ein paar Sachen fragt. Ein paar neue Pokémon, mal ein Shiny auf dem Weg. Das ist doch, das ist für mich Pokémon. So wie es in den Abenteuern wie in der TV-Serie ist. Wenn sie das so irgendwann hinbekommen, perfekt zu perfektionieren, wäre ich sehr zufrieden. Vielleicht haben sie das ja hier auch schon gemacht, aber ich gehe nicht davon aus. Mach's gut. Wieso können wir nicht zusammenlaufen? Na gut, jetzt hat sich hier weggeportet. Da laufen wir 2 Sekunden danach hinterher und schon ist sie weg. So, was sind das für Pokémon? Oh, das sieht aber cool aus. Ja, du nicht, Papa, aber ich kann dich auch gebrauchen, jetzt bis wenn du wieder da bist. Das Stein-Pokémon sieht ziemlich cool aus. Okay, dann geben wir uns mal den Pampam Kläpschen, das ist effektiv, also normale Effektivität. Bäm! Alter, aber der hat einiges drauf. Silberblick, haben wir uns schwächen, da müssen wir eine Aquafelle reindrücken. Die macht mehr Schaden, ich glaube, wir killen damit nicht. Das wäre ziemlich heftig. Zack, zack, zack. Hier, frisst die Wasserwelle. Bam. Oh, Perfekt. Ups. Ich hoffe, es kommt bald wieder. Okay, Ackerwelle nicht einsetzen, das ist zu heftig. Und hallo? Klonkett. Der sieht cool aus. Der finde ich cool. Nice Design. Gefällt mir richtig. Kann sein, dass ich das Team mit aufnehme. Wir klapsten ihn bis zum... Geht nicht mehr. Oh, das ist aber nicht effektiv. Aber wir machen genug Schaden. Katapult? Ist das effektiv gegen Wasser? Nee, normal effektiv. Gut, dann wird das ein längerer Kampf. Aber ich will es bei ihm nicht übertreiben. Ich will ihn unbedingt fangen, auch wenn es da mehrere von denen gab. Die ditchen den zu Tode. Hier, komm. Meine Zunge auf deinen harten Körper. Gefällt dir das? Ist das angenehm? Das habe ich mir schon gedacht. So, zack, zack. Der nächste Hit. Und noch einmal kann ich es mir wagen. Wobei, wir können jetzt schon versuchen, ihn zu fangen. Turbodreher, da steigt sein Wert, gell, ein gewisser seiner Werte. Initiative steigt, schön. Okay, fangen wir ihn. Wir haben ihn schon recht gut geschwächt. Vielleicht bleibt er ja schon drin, ne? Weil der eher wie ein Checker aussieht, gell. Sehr schön. Aber ich habe sein Vertrauen gewonnen. Weil das Fangen heißt nicht, dass wir das Pokémon zu Tode geprügelt haben und es einfach nicht mehr auf beiden Beinen stehen kann und wir es einfach einfangen können. Was ziemlich brutal wäre. Was denkt ihr euch bitte? Nein, das Vertrauen des Pokémon hat sich in unserem Kampf bewahrheitet und nun lässt es sich, sage ich mal, von uns fangen. Es wurde vor ca. 400 Jahren in einer Kohlemine entdeckt. Sein Körper besteht fast aus denselben Komponenten wie Steinkohle.
Aber nur fast. Dann könnte man das auch als industriellen Zweck verwenden. Den nehmen wir Rocky. Und ja, wenn ich ihm einen Spitznamen gebe, heißt das, dass es in mein Team reinkommt. Weil ich finde ihn ziemlich cool. Leider Gottes muss ich schauen, ob wir da eine zweite Box aufmachen oder ob wir da ein Pokémon rausmachen. In mein Team soll Rocky reinkommen, weil wir haben noch kein so exotisches Pokémon. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal was zu machen. Micro behalte ich, selber behalte ich Wolli oder Mauzi. Wolli, so viel Spaß mir mit dir auch gemacht hat. Und so süß du auch bist. Für eine Weile musst du leider gehen, denn du bist normal. Ich habe Mauzi schon, das hat deine Maximierung, deswegen würde ich es behalten als Event-Pokémon. Vielleicht wechseln wir aber nochmal das Mauzi raus oder so. Mal gucken. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie es aussieht jetzt. Ja. Es sieht sehr gut aus und passend und da ist noch so ein Steini. Oh. Man kann die ja zu uns pfeifen oder wir schleichen halt durchs Gras. Dann schilden. Dann ist noch ein Postbote oder ja, noch ein Briefträger, der da durch die Gegend latscht. Ja, kümmern wir uns später drum. Im nächsten Mal werden wir hier auf Route 3 weitermachen und uns den Weg bis zu Turfield oder wie das hieß, vorkämpfen. Der ungeduldige Postbote, der nicht auf ruhig stehen bleiben kann, wird von uns herausgefordert, so wie das nächste Schulmädchen. Und dann wird's losgehen. Und ja, mit dem neuen Kameraden Rocky wird es in nächster Part weitergehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr lasst noch ein Like da, würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr keinen weiteren Part von Pokémon Schwert verpassen wollt, würde ich mich selber ein Abo freuen und die anschließende Glocke. Hier gibt's auch regelmäßig Livestreams auf dem Kanal und andere Nintendo Let's Plays. Wenn ihr also Nintendo mögt, dann seid ihr bei mir hier willkommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part. Ciao, meine Freunde.